Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Hier entlang. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich verrückt. Die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Mara segne euch für eure Bereitschaft. Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Viel Glück. Lukan und ich warten im Laden auf euch. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaske, ist das älteste Gebäude der Stadt. Oh, und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien, den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflaggten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Mhm.
warmer Sand, Freund. Werft einen Blick darauf. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das in dem Norden an Sirodil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Eine scharfsinnige Frage, denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Ich grüße euch, werter Reisender. Die Khajiit sind in den Sie werden euch nie kommen sehen. Je länger wir durch Himmelsrand reisen, desto verlassener wirkt das ganze Gerede.